Was in den letzten Tagen rund um Tino Chrupalla und Alice Weidel passiert ist, darf man nur als Propagandawelle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den sogenannten Qualitätsmedien bezeichnen. Journalisten fragen da auf AfD-Pressekonferenzen mit einer ungesehenen Frechheit, dass es sich ja wohl nicht um Anschlag gehandelt hätte, und sie behaupten das immer noch, Frau Weidel. Das hat schon eine ganz besondere Qualität. Heute hat sich Tino Chrupalla selbst geäußert zu den Vorfällen. Er besteht darauf, dass es sich um einen Anschlag gehandelt hat. Er beschreibt das auch. Er hat bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige erstattet. Dementsprechend, das wird aber nicht machen, dass die Presse hier irgendwie einen Umschwung tun wird. Weiterhin haben wir dann heute, und das dominiert wiederum die Qualitätsmedien, die sogenannten nach Ursula von der Lüge, die Entführung des Bundesgesundheitsministers, die angebliche. Die wird allerdings nicht so als angeblichen gestellt. Die Süddeutsche Zeitung, ja, die sieht das als gegebene Tatsache an. Dann werden wieder sogenannte Reichsbürger verhaftet, die daran beteiligt sein sollen. Also ein Riesenbohai um etwas, was alles andere als bewiesen ist. Gleichzeitig, naja, nicht gleichzeitig, aber ein bisschen davor, hetzt ein linksextremer Vlogger, der in Irland ansässig ist, man solle doch Wahlunterlagen der AfD vernichten. Bei Nazis wäre das schon in Ordnung. Dieses Wort verwendet er ohne Hemmungen. Er selbst, übergewichtiger Veganer angeblich, hat anscheinend jeden Sinn für Rechtsstaatlichkeit verloren, aber da ist er ja nicht allein. Das ist dann auch so bei Politikern linker Couleur und auch bei den entsprechenden Presseleuten, die da ordentlich Schützenhilfe leisten gegen die böse AfD, die Rechten. Dies alles kann eigentlich nicht so weitergehen. Es wird aber so weitergehen. Das ist ein sehr schlechtes politisches Klima, das alles andere als demokratisch ist. Ich persönlich bin der Auffassung, Politiker entführt man nicht. Man verübt auch keine Anschläge auf sie. Das halte ich eher für eine Spezialität linksextremer Kräfte. Die AfD ist mehr als gewaltbereit, die schlägt zu und auf ihren dementsprechenden Netzseiten ruft sie auch permanent zur Gewalt auf. Das hindert natürlich Leute wie Haldenwang und andere nicht daran, dann wiederum die sogenannte rechte Seite, nämlich zum Beispiel die Jugendorganisation der Alternative für Deutschland, zu diskreditieren. Das ist sein Kerngeschäft sozusagen, anstatt sich mal darum zu kümmern, wie viel Hamas-Anhänger unter Umständen auch schon den Bombengürtel umschnallen wollen in der Bundesrepublik Deutschland, dem besten Deutschland, in dem wir je gelebt haben. Das kann nicht fröhlich stimmen. Man möchte ja ganz gern zurück zu einer Bundesrepublik, die ausgewogen ist, wo sozusagen nach dem Prinzip der chinesischen Medizin Yin und Yang besteht, denn das eine kann ohne das andere nicht leben. Aber das sehe ich zurzeit nicht. Die Stimmung ist sehr, sehr aufgeheizt und da kann man sich eigentlich nur warm anziehen.